dauert man dann eine Weile. Na gut. Testweise versuchen dann hier mal Geschützturm hinzusetzen. Mal schauen, ob die direkt angreifen. Und wie viele das dann sind. Wenn die natürlich dann auch aus allen umliegenden Gebieten hier angerannt kommen, dann bringt das natürlich nichts. Da können wir uns ja schon mal vorbereiten, aber erstmal die Gewissheit haben, wie viele denn kommen würden. Das wäre schon mal gut. So, wir hätten schon mal einen. Der braucht noch Munition. Gut. Sind nämlich nicht direkt einsatzfähig. So. Nicht knausern mit dem Muni. Dann sage ich auch mal ein ordentliches. Ne, wir haben noch gar kein ordentliches Gewehr. So. Also, die gucken die schon an. Ich glaube, wäre Munition drinne, würden die was machen. So. Dann dauert die Munitionsproduktion wirklich so lange. Also die müsste man dann automatisieren. Ach, geht da eher drüben rein, man, ja gerade. Ich merke schon. Und wir kommen jetzt nur die hier an. Helfen wir noch ein bisschen mit. Hier kamen jetzt nur die an. Nur die sind alarmiert. Gut. Hab ich da nicht gerade was reingehauen? Gottes Willen brauchen die viel. Zu wissen. Aber das lohnt sich noch nicht. Weil da müsste ich erstmal die Produktion automatisieren. So. Die 5 wieder geladen. Damit wir eine automatisierte Produktion dahin haben an Waffen und wir vielleicht noch ein bisschen mehr Wurms hätten, könnte man hier dauerhaft einen Kampf aufnehmen und die direkt zerstören vielleicht. Ich glaube, da brauchen wir dann halt mehr, was es kaputt macht. So. Die Frage, wenn die einen alarmiert sind, ob dann alle immer angreifen. Oder ob es halt nur dieser eine Clan dann ist. So, könnte man jetzt hier drumherum. Nee, gut. Das ist schon mal gut. Unten wäre abgesichert. Vor Tore müsste man dann eins aufbrachen oder so. Die Tore, die würde ich dann besonders sichern. Mit Geschützturm rechts und links. Ach, wird das schön? Wird das nicht schön? Huch. Das dauert dann so lange mit dem Abbauen. Ich könnte mal mir die. Wo sind die? Die. Stahlspitzhacke bauen. Es dürfte schneller gehen. Mal schauen. Wenn jetzt gerade bei sowas, ja, geht eindeutig schneller. Dazu ist der Stahl da. Ist nur blöd, dass man hier die Bäume auch noch mit einer Spitzhacke abhacken. Oder gibt es eigentlich noch was anderes außer Spitzhacke? Ich glaube, so richtig mit Bäumen haben die nicht. Es gibt keine Äxte, die man machen kann. Die hat man einfach. Hier wird eine schneller. Bleibt einfach so, wie es ist. Also mit Bäumen haben sie es nicht so. Also keine Grünen. Naja, allgemein keine Grünen. Das ist ja hier. Umweltverschmutzung pur. Wenn man sich mal anschaut hier. So viel wie wir hier mit Kohle feuern. Aber zumindest noch kein Atomkraftwerk.
Da können die uns nochmal loben. Ja, obwohl Atomkraft das gar nicht so übel ist. Natürlich hat man da jetzt. Achso, das bin ich. Natürlich hat man halt den Nachteil mit dem Abfall, aber wenn man da eine ordentliche Entsorgungsmöglichkeit hätte. Irgendwo in der Wüste verbuddeln oder so. Ja, noch ein Vorschlag. Da unser Wasser ist auch nicht so gut, das würde ein bisschen das Leben schaden. So. Die wäre abgedeckt. Ja, wenn wir expandieren, dann wird das eh alles noch größer. Momentan ist nur der Anfang. Das ist der Anfang einer Weltherrschaft. Ich nehme mal denn im Grundgebiet hier noch mit. Na komm, nehmen wir jetzt noch die Kohle mit. Nimmst du weg? Den wollte ich eigentlich kaputt machen. Ach, dann war es alle. Super. So, jetzt muss ich den großen Umweg laufen. Das ist quasi das Kerngebiet, wo alles begann. Ja. Wo der Factory beginnt. Ne, begin. Begin. Das ist die Vergangenheit. Ach Gott, Englisch. Das fuckt mich ab. Piepseln. Achso, der Radar. Der Radar radert ja noch. Ja, weiter raussuchen können wir doch nicht mehr. Zumindest in dieser frei erstellbaren Welt, da können wir noch weiter rauszoomen. Ich dachte, das lag daran, dass man mehr erforscht hat. Aber hier haben wir jetzt zum Beispiel auch schon die. Ach, ich muss da. Hä? Wie viele Bäume sind denn hier? Auf jedem Haufen. Hey, die Kohle brauchen wir nicht mehr. Nein! Kurz vorm Ende. Ich hoffe echt, die haben keine Schiffe oder so. Das wäre der größte Abfuck. Ich glaube, wir hatten es vorher ausgetestet, hier drüben kommt man nicht rüber. Da auf der Minimap. So, mal gucken, ob das jetzt reicht. Und dem Rest. Das sollte, war ja nicht mehr viel. Ich bräuchte mal noch eine schnellere Transportationsmöglichkeit. Guck mal, hier ist Stein. Wo kommt denn hier der Stein her? Kohle geht bald alle. Könnte man auf die großen umsatteln wie hier unten. Ja, hier ist noch viel drin. Könnte man eigentlich jetzt schon machen. Brauchen wir diese ganze Konstruktion. Gar nicht mehr. Ich will keine Kohle abbauen. Junge. So. Mal schauen. 1, 2. Scheiße. Also hier muss ich definitiv einen hinsetzen. Da brauche ich mehr Platz. Aha, weg. So. 2, 3. Das wäre dann die totale Auslastung. Wird auch mehr erwartet. Müsste ich halt nur noch ein bisschen ans Stromnetz anschließen. Falsche Richtung. So. Geht's ruf. Fehlt noch Strom. Sieht's denn aus hier? Wir haben noch 14 Grad erwartet, also. 82 Grad, alter Schwede. Das sind ein paar Zahlen. Dauert so lange, bis man das mal aufgebraucht hat. Warum habe ich denn nur einen im Inventar? Ach, da unten habe ich noch 50. Gut, ich muss gerade schon gucken, was war denn? Einer würde nicht reichen, 50 schon. Ja, auf jeden Fall. So, das wäre jetzt meine totale Abdeckung. Wird die Map erst später aktualisiert? Weil da ist immer noch erst die Linie da. Da fehlt ein bisschen was. Schauen. Oder ist das.
Ist das die Mauer, die hier angezeigt wird, oder ist das diese? Doch, das ist diese. Die Mauer, die sieht man gar nicht. Die Mauer ist unsichtbar. Hm, halt hier, diese riesigen roten Gebiete. Ist immer noch so was. Puh, gehen wir schon langsam mal an die vorbereitende Munitionsproduktion. Wir brauchen nur Eisen. Oh. Mensch. Mit Eisen können wir dienen. Was ist denn hier los? Seit wann läuft denn das wieder? Normal. Sind genug Zahnräder drin, ne? Kommt da fast zu wenig Eisen an. Oder halt genau ausreichend. Von der Schiene habe ich hier genug. Stahlträger haben wir auch noch ein paar. Gut. Seit wann haben wir denn hier so viel? Ich dachte, das staut sich mal weiter an. Nee, auf einmal läuft das wieder. Das ist scary. Das ist really scary. Das heißt, ich müsste meine Produktion erweitern, weil das geht relativ genau auf. Das ist jetzt nur die Frage, ob hier hinten überhaupt noch Stahl raus. Na gut, Stahl, hier ist genug Stahl drin und vorne ist genug Dings drin. Ja. Das geht schon auf. Sieht aus mit unseren roten Schienen. Dann noch ab und zu was an. Ja, ab und zu. Na komm, snacken wir uns noch was. Und zwar. Würde fast sagen, wir würden sogar noch eine neue Erzader anzapfen. Für die Munitionsproduktion. Erstmal innen suchen. Such. Ich mach erstmal Licht nach hier unten. Wirkt ja richtig düster. In der Nacht. Hier noch ein Licht. Jeder bekommt sein Licht. Halt, hier fehlt was. So, direkt hell, ne? Das ist auch noch ein bisschen hell. Hier vorne hat man dann kein Licht mehr. Aber wenig. Hier fehlt die Erleuchtung. Da kann ich sogar noch effizienter gestalten. Ne? Das alles ausnutzt. Hm. Wo ist das nächste größere Eisenvorkommen? Außerhalb. Scheiße. Hm. Das nächste größere ist hier. Na, da ich eh noch mehr Eisen brauche, müssen wir uns mal hier was überlegen. Da platzieren wir das dann so, dass das noch in unserem Gebiet ist. Das Eisen. Na. Na, du. Das hier aufgeht. Lass mal weg und das dann hier hin. So. Die natürliche Abgrenzung durch. Ja, dem See, die ist ganz gut. Halt auch natürliche Mauern benutzen. Auch wenn sie nicht nach oben gehen. Hier wird es gerade noch ein bisschen voll mit den Bäumen. Können wir die auch als Schutzwall benutzen? Ach du Scheiße, ich hier Holz schon im Winter. So viel brauchst du niemals, das ist so viel Holz. Ja, da fällt mir gerade auf, wir könnten keinerlei Produktion mit die mit Holz zu tun haben, automatisieren, weil wir können kein Holz automatisch abbauen. Das geht einfach nicht. So, wenn wir die Mauer abgebaut haben, haben wir noch ein bisschen Mauer übrig. Ach, ich sehe gerade den See, da kann man das auch ganz einfach machen.
anders eigentlich zu sagen? Feuer, Überrollschaden, Laser, Physik. Was es ehrlich gibt. Lasertechnologie hat man das schon mal entwickelt. Leicht. Leicht angedeutet. Passt. Der Nachteil ist, ich bin außerhalb der Mauer und nicht innerhalb der Mauer. Puh. Mann, ist hier viel Wald. Und wenn ich erstmal das ganze Gebiet roten. Kann man es auch schneller roten. Feuer legen oder so. Wäre echt ein Vorteil. Ja. Ich habe noch ein paar. Ach. Der Wald begrenzt mich gerade wirklich. Nervigste, was sie gibt, Bäume. Könnte ich bestimmt mit einbauen in die Mauer, aber ich weiß ja nicht, wie viel Platz da noch ist. So. So. Ich müsste unbedingt immer riesige Gebiete nehmen. Immer das Größte. Immer das Beste. Dann nehmen wir den noch weg. Hm. Wäre das Eisengebiet jetzt unser? Spielen wir schon? Ja, das passt gerade für 3 Folgen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wo es dann heißt Let's Play Factorio. Das ist schon eine ziemlich hohe Folgenanzahl. In relativ kurzer Zeit, wenn man das überlegt. Ich habe jetzt 20 Folgen in 2 Tagen aufgenommen oder so. Das sind immerhin noch 5 Stunden. Nee, warte mal, kann nicht sein. Laut dem hätte ich jetzt schon 12 Stunden gespielt. Da geht was nicht auf. Warte mal, 4 pro Stunde. Ja. Halt durch 4. Immer noch 5. Klingt zu wenig. Wie habe ich denn in die 12 Stunden geschafft? Hä? Irgendwas stimmt ja nicht. Ich glaube, ich stelle mich gerade saublöd an am Rechnen. Ja. Vielleicht finden wir es in der nächsten Folge raus.